Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Rosas Radio, dem Rosatia Podcast. Mein heutiger Gast ist Gabi aus Geseke. Sie ist Rosatia-Patientin und ich möchte mit ihr darüber sprechen, wie sie ihren Alltag mit der Krankheit meistert. Manche von euch kennen Gabi vielleicht schon, denn sie war einer der glücklichen Gewinner bei unserer Aktion Be Handsome, Be Beautiful mit Boris Entrop und durfte sich im Rahmen eines Make-up-Tutorials von dem Beauty-Profi beraten und schminken lassen. Das Make-up-Tutorial könnt ihr auf dem YouTube-Kanal von Aktiv gegen Rosatia anschauen. Und wir erfahren von Gabi bestimmt auch gleich noch einmal, wie der Tag für sie war. Hallo Gabi, toll, dich am Telefon bei mir begrüßen zu können. Hallo Rosa, ich freue mich auch dabei zu sein. Erzähl uns doch erst einmal, wie dein Alltag normalerweise so ist. Also ich bin 39 Jahre alt, verheiratet und habe 4 Kinder. Neben der Hausarbeit und meiner Familie bin ich noch berufstätig. Ich bin Verwaltungsfachangestellte im öffentlichen Dienst, wo ich auch viel Kundenkontakt habe. Schränkt dich Rosatia denn bei der Arbeit ein oder belasten dich die Rötungen? Also es ist schon so, dass wenn ich im Kundengespräch bin, man merkt, dass die Menschen einen anders wahrnehmen und oft ins Gesicht auch manchmal auch starren. Ich bin auch schon oft gefragt worden, ob das, was ich im Gesicht habe, ansteckend ist. Und aufgrund dessen benutze ich jeden Tag Make-up, damit ich ein bisschen entspannter in so Gespräche reingehe. Die Unwissenheit ist manchmal schon sehr erschreckend. Wann und wodurch wird deine Rosatia denn ausgelöst? Und welche Symptome hattest du damals? Bei mir war das damals so, dass 2014 meine Kinder die Schule gewechselt haben und ich mir dadurch unbewusst so viel Stress gemacht habe, dass die Krankheit bei mir ausgebrochen ist. Bei mir hat sich das so wieder gespiegelt, dass ich Pappeln und Pusteln im Gesicht bekommen habe und immer mehr Rötungen im Wangenbereich, auf der Stirn und am Kinn. Na, bei 4 Söhnen ist bestimmt auch immer viel los zu Hause. Was war denn dein erster Gedanke nach der Diagnose? Als mein Hautarzt mir damals sagte, dass wirklich Stress unter anderem ein Auslöser für diese Krankheit ist, habe ich nun gedacht, oh Stress, wie soll ich meinen Alltag denn stressfrei gestalten? Mit Beruf und Kindern ist das nicht immer so einfach. Dennoch habe ich versucht, alles ein bisschen ruhiger anzugehen, um nicht wieder in diese Stressmarotte zu fallen. Als ich vor vielen Jahren meine Rosatia-Diagnose bekam, war ich zuerst geschockt. Klar, niemand möchte sein Leben lang belastende Rötungen haben. Ich habe aber in Abstimmung mit meinem Hautarzt dann eine geeignete Therapie für mich finden können und kann nun das Leben genießen. Hast du auch mit deinem Hautarzt eine passende Therapie gefunden? Bei mir war das damals so, dass ich 2014 zum Hautarzt gegangen bin. Zuerst dachte ich, dass der Mann mir wirklich auch ein bisschen hilft. Jedoch war es so, dass er mir eine falsche Creme aufgeschrieben hat, womit sich die Symptome nur noch verschlechtert haben. Dann habe ich im Internet nach einem anderen Hautarzt gesucht und auch einen guten gefunden, der selbst von der Krankheit betroffen ist und dazu auch noch seine Doktorarbeit geschrieben hat. Und da habe ich mir einen Termin geholt und bei dem bin ich jetzt wirklich super aufgehoben. Der hilft mir, beantwortet mir Fragen, wenn ich Fragen zu der Krankheit habe. Und seitdem ich bei ihm jetzt bin, benutze ich eine Creme, die er mir verschrieben hat. Und wenn es ganz schlimm bei mir ist, bekomme ich von ihm auch ein niedrig dosiertes Antibiotikum verschrieben, wovon ich jeden Tag eine Kapsel nehme. Das hilft dann, die Pappeln und Pusteln, die Entzündung rauszunehmen. Bist du denn jetzt völlig erscheinungsfrei? Nein, leider nicht. Dennoch, obwohl ich die Tabletten nehme, bleiben die Symptome bestehen. Die Rötung im Gesicht, in den Wangen, an den Wangen, an der Stirn und bei mir ist es auch am Kinn extrem, gehen davon nicht weg. Jedoch die entzündeten Stellen sind besser geworden. Und achtest du darüber hinaus auch darauf, deine Auslöser zu meiden? Bei mir ist das so, dass ich zum Beispiel koffeinhaltige Getränke überhaupt nicht vertrage. Das merke ich sofort, dass meine Haut noch mehr gerötet wird, ich Flush bekomme und die wirklich wie von innen glüht. Zusätzlich vertrage ich kein scharfes Essen mehr und auch das Glas Rotwein, was man sich manchmal nach Feierabend gönnt, bleibt bei mir mittlerweile auch aus. Zusätzlich ist es ja auch noch so, dass man wirklich den Stress vermeiden muss, was ich versuche irgendwie umzusetzen. Gibt es denn da noch andere Faktoren, die bei dir Rosatia auslösen? Also was mich auch so ein bisschen belastet, vor allem im Sommer, ist es, dass man wirklich das Sonnenbaden nicht mehr ganz so genießen kann wie vielleicht früher, dass man nicht mehr so wie früher mit den Kindern ins Freibad gehen kann, weil meine Haut auch schon sehr auf Sonne reagiert. Und auch mit einem guten Sonnenschutz ist es trotzdem so, dass die Rötungen immer wieder kommen. Na und jetzt sind wir natürlich total neugierig auf dein Fazit zum Make-up-Tutorial mit Boris Entrop. Was hattest du dir denn von Boris gewünscht und wie war der Tag für dich?
Also der Tag war wirklich beeindruckend für mich. Ich hatte mir ja damals von Boris gewünscht, dass er mir ein schönes, natürliches Tages-Make-up zaubert, mit dem ich mich auch bei meinen Kundengesprächen wohlfühlen kann. Und er hat mir wirklich eine super Schminktechnik gezeigt und mir auch gezeigt, dass man auch das Make-up ganz gut ohne Schwamm und Pinsel auftragen kann, sondern mit dem Finger. Und wie war's denn so? Warst du mit dem Ergebnis zufrieden? Und vor allem, was ist Boris für ein Typ? Also Rosa, ich kann dir nur sagen, Boris ist wirklich ein ganz toller, sympathischer, kumpelhafter Typ. Das, was er mir gezeigt hat, das hat wirklich meine Erwartungen übertroffen. Mit der Tupftechnik komme ich mittlerweile super klar und kann mir selber ein ebenmäßiges Hautbild zaubern. Was genau hat Boris dir zur Schminktechnik erklärt? Und kann man auch etwas falsch machen? Also was man wirklich falsch machen kann, ist, dass man das Make-up in die Haut reibt. Also mit den Handflächen auftragt. Man sollte wirklich das Make-up auf den Handrücken auftragen und dann mit dem Finger einmal drauftupfen und dann ins Gesicht in eine Richtung noch durch das ganze Gesicht tupfen und nicht reiben und nicht verschmieren. So zaubert man ein ebenmäßiges Hautbild. Boris hat mir den Tipp gegeben, dass man die Augen mehr betonen sollte, damit der Gegenüber den Fokus erstmal auf die Augen hat und nicht sofort die Rötung im Gesicht wahrnimmt. Zusätzlich hat er noch gesagt, dass falls man sich abpudern sollte, auf gar keinen Fall Rottöne verwendet werden sollten. Das hört sich aber nach ein paar sehr interessanten und hilfreichen Tipps an. Machst du denn auch eine spezielle Gesichtspflege? Also bei mir ist das so, dass ich morgens ganz normal mein Gesicht wasche und dann eine Tagescreme auftrage, die ohne jegliche Inhaltsstoffe ist, sind ölfrei, parfümfrei, was meine Haut nicht reizt. Und abends wasche ich natürlich mein Make-up ab, jedoch reibe ich das nicht mit meinem Gesicht, sondern trage es mit einem Wattepad ab und trage danach dann mein Medikament auf. Eine enge Abstimmung mit dem Hautarzt ist bei Rosacea auch besonders wichtig, wenn man die Symptome erfolgreich behandeln möchte. Bist du durch die Krankheit denn eingeschränkt? Also ich bin durch die Krankheit insoweit weiter eingeschränkt, dass die Symptome zwar zurückgehen, jedoch man diese Symptome ja nicht vollständig behandeln kann. Rosacea ist nun mal eine Krankheit, die nicht heilbar ist und man muss halt damit zurechtkommen. Wenn bei mir halt starke Schübe auftreten und ich vielleicht mal ein Meeting habe oder eine Verabredung, ist es bei mir oft manchmal auch so, dass ich dieses Treffen absage oder wir uns dann einfach bei mir zu Hause treffen, um einigen Blicken aus dem Weg zu gehen. Und wie ist es eigentlich mit Freunden oder der Familie? Unterstützen die dich bei dem Umgang mit der Krankheit? Also am Anfang war es schon schwierig, weil selbst meine Arbeitskollegen mittlerweile mich dann auch schon, sag mal, komisch angeschaut haben. Ich habe denen dann erklärt, was ich für eine Krankheit habe. Mittlerweile ist das nicht mehr so. Die nehme ich jetzt so, wie ich bin, auch mit meinen Rötungen im Gesicht. Bei meiner Familie ist das so, dass wenn ich mal eine kleine depressive Phase wegen meiner Haut habe, dass meine Kinder und mein Mann dann immer kommen und sagen, ach, es sieht ja gar nicht so schlimm aus und mich versuchen dann irgendwie wieder aufzubauen. Schön, dass du in deinem Alltag keine allzu großen Einschränkungen vornehmen musst und eine Familie hast, die dich unterstützt. Liebe Gabi, vielen Dank für das tolle Interview und für den tollen Make-up-Tipp von Boris. Ich bin sicher, dass der für viele weibliche Zuhörerinnen sehr nützlich ist. Danke, Rosa. Das Interview hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich kann nur noch an alle Betroffenen einen Tipp geben. Wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr auch von der Krankheit betroffen seid, probiert nicht irgendwelche Mittelchen aus, sondern geht zum Hautarzt, denn nur wirklich der Hautarzt kann euch helfen und auch einschätzen, was gut für eure Haut ist und die passende Therapie für euch auswählen. Das kann ich nur bestätigen. Und ich hoffe, mein heutiges Interview kann wieder vielen Rosacea-Betroffenen Mut machen. Man kann die Rosacea in den Griff bekommen, wenn man weiß, dass aufkommende Rötungen oder Papeln und Pusteln gut behandelbar sind. Also lasst euch nicht unterkriegen, geht zum Hautarzt und weiht Familie und Freunde über eure Krankheit ein. Denn ihr seid viel mehr als eure Rosacea. Bis zum nächsten Mal, eure Rosa.